langsam, ne, der Puls steigt. Also ich hätte nicht gedacht, dass ich es schaffe. Und jetzt habe ich die ersten drei Rennen alle gewonnen und bin ein bisschen überrascht. Und eigentlich jetzt fürs Halbfinale wieder eine gute Startposition als Zweiter, glaube ich. Ist ganz gut und ja, mal gucken. Finale wäre toll, ein bisschen Nordschleife fahren. Habe ich Bock drauf. Ja, jetzt wird es eindeutig schwieriger. Also die Auswahl ist schon sehr eng. Ich kenne fast jeden in meiner Gruppe und weiß, dass sie sehr schnell sind. Ja, jetzt muss ich halt auf mein Glück hoffen und gucken, dass ich durchkomme. Und das jetzt? Ha? Das war's. Kein Punkt, das war's. Super. Meine zwei Kollegen von jedem abgeschossen waren. Was willst du mehr, oder? Das hätte ich nicht gemacht, Alter. Man kann darüber holen, los. Ist doch klar, dass ich Windschatten hab. Das war nicht fair, Alter. Das war nicht fair. Ich abdränge fair. Ich bin links vorbei ohne dich. Hast du rechts zugemacht, links zugemacht, rechts? Bin ich links vorbei, hast du zugemacht, hast mich an die Bande gedrückt. Drei Rennen, fertig, aus. Finale, Nordschleife fahren, ich freue mich drauf. Ich fühle mich jetzt auf jeden Fall super, dass ich im Finale bin. Auf jeden Fall jetzt die Nordschleife auf der neuen GT5-Demo fahren darf. Und ich hoffe mal, dass ich mich damit jetzt für Silverstone qualifizieren kann. Bei GT4 bin ich bestimmt an die 4.000 bis 5.000 Runden schon gefahren. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei GT5 mit der neuen Fahrphysik aussieht, aber ist erstmal alles drin. Mann! Kotz den an, ey. Extra gewartet. Ich war gerade ganz nah an dem zweiten, aber hat nicht mehr gelangt, der Windschatten. Jetzt glaube ich es aus. Ich glaube, mir ist die Punkte reichen. Shit happens. Ja, ist auf jeden Fall eine feine Sache, ne? Jetzt im Finale zu stehen. Und jetzt geht's ums Ganze, ne? Ja. Und ja, schauen wir mal, was geht. Nordschleife ist schwierig.